Herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen verschiedene Seitentypen im PDF-Designer vorstellen. Ich gehe davon aus, dass Sie bereits mit den Basics des PDF-Designers vertraut sind, sodass ich auf diese Dinge hier nicht weiter eingehen werde. Falls Sie dazu noch Fragen haben, empfehle ich Ihnen unser entsprechendes Basic-Video. Im PDF-Designer erzeugen Sie Exposé-Vorlagen. Und wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, erscheint die ja gleich mit gewissen Seitentypen. Da diese Seitentypen schon in Basic Video erläutert wurden, werde ich hier an dieser Stelle nicht mehr näher darauf eingehen. Deshalb lösche ich diese Seiten hier erstmal. Heute soll es nur um die besonderen Seiten gehen. Beginnen wir zuerst mit den Grundrissen. Der PDF-Designer ist so konzipiert, dass mit dieser Seite alle in der Immobilie eingepflegten Grundrisse nacheinander ausgegeben werden. Standardmäßig ist die Seite so eingestellt, dass die Grundrisse auf einer ganzen DIN A4-Seite ausgegeben werden und jeder Grundriss somit eine eigene Seite erzeugt. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die Werte zur Höhe und auch zur Breite abzuändern, dass auch durchaus zwei Grundrisse gemeinsam auf einer Papierseite Platz haben. Bedenken Sie jedoch, dass Grundrisse im Normalfall recht viele Informationen enthalten. Ist die Darstellung dann sehr klein, ist der Grundriss eventuell schlecht bis gar nicht zu lesen. Mit den Lageplänen verhält es sich wie mit den Grundrissen. Auch hier werden alle in der Immobilien eingepflegten Lagepläne hintereinander ausgegeben und für jeden einzelnen Lageplan ist standardmäßig eine ganze DIN A4-Seite vorgesehen. Im Gegensatz zu der Grundrissseite bietet die Lageplanseite allerdings noch die Möglichkeit, auch die Lagebeschreibung einzublenden. Wenn Sie also das entsprechende Häkchen setzen, erscheint zunächst der Lageplan und darunter gleich die Lagebeschreibung. Dann macht es natürlich Sinn, den Lageplan nicht ganz so groß darzustellen, sondern in der Höhe ein wenig beschränkt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. In dieser Immobilie sind gleich mehrere Grundrisse vorhanden, wie Sie sehen, jede auf einer eigenen Seite. Der Lageplan wird dargestellt und die Lagebeschreibung schließt sich gleich an. Die Energieausweisseite ist ebenfalls ähnlich aufgebaut wie die Seite für die Grundrisse und die Lagepläne. Hier wird zwar nur eine Datei ausgegeben, da ein Energieausweis aber gerne auch mal 5 bis 6 Seiten hat, werden alle diese Seiten als Extraseite im Exposé dargestellt. Bei der Energieausweisseite haben Sie auch wieder die Auswahl zwischen verschiedenen Layouts. Sie haben die Wahl zwischen der Darstellung über der ganzen Seitenbreite oder so, dass Kopf- und Fußzeile mit ausgegeben werden, beziehungsweise eine Möglichkeit für querformatige Exposés. Falls Sie nun Bedenken haben, einen Energieausweis im Exposé darzustellen, weil Sie eigentlich im Exposé die Objektadresse gar nicht angeben möchten, diese Adresse aber ja auf der ersten Seite des Energieausweises angezeigt wird, so bietet OnOffice natürlich auch dafür eine Lösung, denn gesetzlich sind Sie ja dazu angehalten, die Energieausweisdaten entsprechend anzugeben. Wenn Sie zum Beispiel eine individuelle Seite in Ihr Exposé integrieren, dann haben Sie die Wahl, hier eine individuelle Datei anzuzeigen. Individuelle Dateien sind Dateien, die Sie lokal auf Ihrem Computer haben und speziell in diese Exposé-Vorlage hochladen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um PDF-Datei handeln sollte. Eine Online-Datei ist eine Datei, die Sie vorher unter Bearbeiten Vorlagendateien in das System von OnOffice eingepflegt haben. Eine solche Datei muss man nur einmal in das System einpflegen und kann mit verschiedenen Exposé-Vorlagen darauf zugreifen. Außerdem ist man bei Online-Dateien nicht auf das PDF-Format beschränkt. Hier lassen sich auch Bilder im JPEG-Format darstellen. Deshalb gibt es für Online-Dateien auch wieder verschiedene Layout-Varianten. Eine Variante nutzt die ganze Seite, eine andere lässt Kopf und Fußzeile sichtbar. Und besonders für Bilder eignet sich die Variante Lawrence, weil Sie hier auch wieder die Bildgröße bestimmen und gegebenenfalls eine Bildunterschrift ausgeben können. Oder aber Sie wählen die Ausgabe einer Immobiliendatei.
Und an dieser Stelle können Sie dann eben auch wählen zwischen den verschiedenen Dateiarten, die Sie in Ihre Immobilie einpflegen können. Unter anderem haben Sie dadurch die Möglichkeit, alternativ zum Energieausweis auch die Energiepassskala darzustellen. Diese zeigt die wichtigsten Daten aus dem Energieausweis, gibt aber eben keine Objektadresse an. Schauen wir uns doch einmal an, wie das aussieht. Grundrisse, Lageplan mit Lagebeschreibung, der Energieausweis, gleich mehrere Seiten werden erzeugt, oder alternativ eine Energiepassskala. Im Gegensatz zu Grundriss- und Lageplanseiten wird über die individuelle Seite auch nur jeweils ein Grundriss bzw. ein Lageplan gezogen. Sollten Sie die Ausgabe mehrerer Grundrisse wünschen, müssten Sie auch mehrere individuelle Seiten in Ihrem Exposé einpflegen. Sollten Sie Ihre Exposés extern oder über Word-Vorlagen generieren, aber auch den Anfragemanager nutzen wollen, können Sie die individuelle Seite auch dazu verwenden, die in der Immobilie hinterlegten PDF-Exposé-Dateien auszugeben. Sie müssten dazu eine Exposé-Vorlage mit dem PDF-Designer erstellen, die lediglich aus einer individuellen Seite besteht. Diese individuelle Seite konfigurieren Sie dann so, dass damit die in der Immobilie gespeicherte PDF-Exposé-Datei ausgegeben wird und in der E-Mail-Vorlage, die Sie für den Anfragemanager verwenden, hinterlegen Sie, dass als Exposé immer angehängt werden soll, was die Vorlage, die nur aus der individuellen Seite besteht, ausgibt. Die Ansprechpartnerseite erklärt sich mehr oder weniger von selbst. Sie können wieder zwischen verschiedenen Layouts wählen. Mit Foto, ohne Foto, Foto links, Foto rechts, ganz nach Ihren Wünschen. Außerdem können Sie angeben, was in der Ansprechpartnerseite gezeigt wird. Sie haben die Wahl zwischen Ansprechpartner des Objektes, Betreuer des Objektes, Betreuer der Adresse oder aufrufendem Benutzer. Der Rechtshinweis hierzu wird aus den Grundeinstellungen gezogen. Die Kombiseite bietet die Möglichkeit, gleich zwei verschiedene Seitentypen nebeneinander darzustellen. So können Sie zum Beispiel links einen Datenblock ausgeben, der lediglich die Daten aus dem Energieausweis zeigt, also die Box Zustand. Und auf der rechten Seite könnten Sie eine individuelle Seite angeben und hier zum Beispiel die Energiepassskala ausgeben lassen. Damit das System nicht durcheinander kommt, weil ich die Energiepassskala sowohl hier auf der Kombiseite als auch auf der individuellen Seite eingepflegt habe, lösche ich die individuelle Seite. Schließlich war es ja nur als Beispiel gedacht, damit Sie sehen, wie eine individuelle Seite funktioniert. Dann schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. Den ersten Teil kann ich ja ziemlich schnell überspringen, den kennen wir ja schon. Scrollen wir zum Ende hin. Da haben wir die Ansprechpartnerseite mit Rechtshinweis und hier die Kombiseite, die uns den Datenblock mit den Zustandsdaten und der Energiepassskala zeigt. Auch andere Kombinationen auf der Kombiseite sind selbstverständlich denkbar. Dabei können Sie auch die Gewichtung bestimmen, indem Sie der linken Seite dieser Kombiseite mal mehr, mal weniger Raum geben, als standardmäßig vorgegeben die 50%. Die letzte Seite, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, ist die Textseite. So unscheinbar, wie sie anfangs aussieht, so genial viele gestalterische Möglichkeiten bietet sie. Hier kann man nicht nur Text in der Größe variieren und bei Bedarf fett, kursiv oder unterstrichen ausgeben. Man kann auch abweichend von den Grundeinstellungen die Textfarbe variieren. Man kann Texte einrücken, linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder als Blocksatz ausgeben oder zusätzliche Aufzählungen integrieren. Und das Beste, auf einer Textseite können Sie mit unseren Makros arbeiten. Damit Sie mir nicht unnötig beim Tippen zuschauen müssen, habe ich bereits etwas vorbereitet, was ich nun hier reinkopiere. Wenn Sie kopieren, achten Sie bitte darauf, nicht einfach aus einem Textprogramm wie Word mit Copy-Paste die Texte einzufügen. Oftmals befinden sich im Hintergrund unsichtbare Zeichen, die dann hier im CK-Editor missverstanden werden und Ihnen Ihr gesamtes Layout durcheinander bringen können. Besser ist es, wenn Sie die Texte zuerst in einen Texteditor übertragen und dann aus dem Editor heraus hier einfügen. In meinem Fall
kopiere ich aus einer anderen Exposé-Vorlage, also von einer Textseite in die andere. Da sind dann auch keine störenden Zeichen im Hintergrund vorhanden. Nochmal abspeichern. Dann schiebe ich die Seite mal an den Anfang und speichere auch das nochmal ab. Schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. Wie Sie sehen, kann ich so mit Hilfe einer Textseite sogar eine hübsche Titelseite erzeugen, ganz auf meine Wünsche angepasst. Ich habe hier mein Logo, ich habe den Objekttitel, die Objektadresse, das Titelbild, den Kaufpreis und mit unserem Makro Tab Definition kann ich sogar Daten aus der Immobilie ähnlich wie in einer Tabelle ausgeben lassen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich auch gerne bei uns im Support melden unter der Telefonnummer 0241 44686 122 oder der E-Mail support@onoffice.de. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.